Ja, sehr gut, sehr gut. Sagt Oliver Pocher, als Bunte.de ihn beim Hanami-Dinner im Münchner Hotel Mandarin Oriental zum Interview trifft. Dabei gibt er sich ungewohnt offen und spricht auch über seine Familie. Erst kürzlich verbringt er nämlich zusammen mit Ehefrau Amira und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden Zeit in Paris. Sandy ist ja 40 geworden, hat uns eingeladen, das war in Paris, daher passte das dann, oder beziehungsweise hat ja ein bisschen vorgefeiert an dem Wochenende und das passte für uns alle und dann waren wir so eine Kölner Truppe mit 2, 3 Leuten irgendwie und war ganz lustig. Hatte so ein bisschen was gefühlt vom 10. Hochzeitstag, weil ganz viele Leute, die ich jetzt ewig nicht gesehen habe, dann da vor Ort gewesen sind, und aber es läuft ja gut, also war eine super Party, super Location, da fahre ich doch nach Paris. Und das hört sich nicht nur nach ordentlich viel Spaß an, sondern sieht auch danach aus. Auch wenn ein großer Teil der Patchwork-Familie gefehlt hat. Ja gut, also das war jetzt ehrlicherweise auch ohne Kinder, weil die jetzt da zum RA noch Schule haben. Und das war ja praktisch nur so 2 Wochen oder so ein Wochenende. Das war mal für die Erwachsenen. Und das war auch ganz gut, weil sonst sehen wir uns ja irgendwie mit Kindern. Und das ist ja dann immer eine andere Atmosphäre, als wenn man mal wirklich so unter sich ist. Nee, aber sehr gut. Alles wunderbar. Wir sehen uns ja regelmäßig, das ist ja das Gute. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das nächste Treffen kommt bestimmt.